Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog, einem sehr aufregenden Vlog. Es geht los, es ist soweit, heute fahren wir los mit dem Auto in die Türkei. Ganze 3 Tage lang mit 2-mal Übernachtung, einmal in Ungarn und einmal direkt, wenn wir dann in der Türkei ankommen, in Edirne. Ja, wir sind sehr gespannt, es ist ein bisschen alles, bisschen ist gut. Es ist sehr, sehr chaotisch, es ist sehr, sehr voll. Ich weiß nicht, ob wir alles ins Auto gequetscht kriegen. Ja, es ist doch viel, obwohl ich eigentlich so sparsam gepackt habe. Falls ihr im letzten Vlog geguckt habt, wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Da hatte ich nämlich schon hier diese Milchbrötchen gefüllten mit Feta-Käse, Porça nennt man die auf Türkisch, gebacken. Und Pizzaschnecken, die plane ich für den zweiten Tag. Also die machen wir in die Kühlbox für den zweiten Tag. Und jetzt machen wir Frisch-Sandwiches. Die Kinder lieben gern so Thunfisch-Sandwiches. Da haben wir schon mit Miriam auch gestern den Thunfischsalat mit Ei vorbereitet. Und ja, die machen wir jetzt. Und ja, waschen das ganze Gemüse, Obst, machen alles so bereit in Beutel. Ja, damit wir während der Autofahrt was zu essen haben. Und ja, ich bin gespannt. Mein Mann ist jetzt noch losgeflitzt. Es ist übrigens jetzt gleich 9 Uhr. Ich habe 1,5 Stunden geschlafen. Ich habe noch nachts 3 Stunden lang meinen Koffer gepackt. Das war, was war das? 1.30 Uhr oder so haben wir eben noch gebacken. Ja, ich bin ganz schön K.O., aber ich werde wahrscheinlich dann als erstes Nickerchen machen. Mein Mann fährt erstmal und dann wechseln wir uns ab. Aber ja, auf einmal irgendwie, wir hatten unser Auto kontrollieren lassen, auch zum TÜV nochmal gebracht und so weiter, war alles in Ordnung. Dann hat sich mein Mann gedacht, komm, ich wechsle nochmal das Öl. Das Öl wurde gewechselt und seitdem, verliert das Auto Öl. Es tropft. Und ja. Keine Ahnung, wir werden sehen. Er ist jetzt nochmal los zur Werkstatt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes und wir können trotzdem ganz normal fahren. Ich weiß es nicht. Falls ihr auch noch Infos wollt, was man alles braucht und so weiter für die Fahrt in die Türkei, dann schaut auf jeden Fall das Video davor. Da habe ich nämlich alles ausführlich erklärt. Und jetzt, ja, die Kinder sind übrigens ja gerade in der Schule und holen noch ihre Zeugnisse ab. Die haben dann um 10.30 Uhr Schluss und Abfahrt ist bei uns geplant 12 Uhr. Ich hoffe, wir schaffen es pünktlich. Wie gesagt, wir sind jetzt gut. Wir machen jetzt nur noch das ganze Essen noch vorbereiten. Eigentlich ist nicht mehr viel und dann sind wir eigentlich ready, oder, Medium? War noch irgendwas? Nö, ne? Ja, also, los geht's! Falls ihr euch fragt, was denn hier drinne ist, ist eigentlich ganz, ganz einfach und geht super schnell. Wir haben hier einfach Thunfisch im eigenen Saft am besten. Den Saft dann natürlich abgießen. Dann hart gekochte Eier, Lauchzwiebeln, Salz, Pfeffer und dann das Ganze vermischt mit Remoulade. Das war's. Schmeckt super lecker. Das Ganze kann man auch ohne Ei machen oder eben mit Ei. So, das Essen für die, ja, sagen wir mal 2 Tage ist ready. Ich habe so ein bisschen aufgeteilt auf erster Tag und zweiter Tag. Wir haben unter anderem haben wir Wraps gemacht, gefüllte. Dann haben wir hier ein bisschen Vollkornbrote. Habt ihr, glaube ich, gesehen. Genau, hier eine Runde Nutella-Brote für die Kinder, damit sie sich auch freuen. Dann eben diese Thunfisch-Sandwiches. Dann Tomaten, Oliven, Möhrensticks, Gurke. Hier habe ich noch eine Runde Erdbeeren gepflückt aus unserem Garten. Ja, die nehmen wir natürlich auch mit. Ganz viel Paprika.
Und dann habe ich hier noch ein paar hartgekochte Eier und dann habe ich hier so, damit ich jetzt kein Fleisch mitnehme, habe ich jetzt hier so vegetarische ja, Snacks, Würstchen, Salami und diese Buletten. Dann habe ich ein bisschen zweimal so Hummus mitgenommen, gerade so für die Sticks und so, ganz lecker. Dann haben wir hier eben unsere ja, Milchbrötchen mit Feta-Käse und die Pizzaschnecken. Das ist alles eher für den zweiten Tag gedacht, weil das jetzt sich länger hält als jetzt diese belegten Brote. Das ist eher so wie heute. Jetzt kommen die Kinder ja gerade aus der Schule. Da haben sie ja eh schon direkt Hunger. Das heißt, da wird schon eh gleich die Hälfte wahrscheinlich weg sein. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt zu viel ist oder zu wenig ist. Mal gucken. Wir haben auch noch eine ganze Tüte mit Snacks. Ja, so Knabbersachen. Da sind auch noch so Muffins, kleine Küchlein und so. Deswegen denke ich, das passt. Hier, ich nehme natürlich auch noch Obst mit, Bananen, Äpfel. Und hier habe ich auch noch mal ein bisschen gesündere Snacks. Paranüsse, Datteln und so. Ja, meine ganzen gesunden Riegel und Cookies und Energy Balls. Genau, also das noch. Und dann, wie gesagt, eine ganz große Tüte noch mit ja, anderen Snacks. Ich denke, das ist ganz okay, so sollte reichen. Ich denke nicht, dass hier verhungern werden. Also auf jeden Fall wichtig, noch eine Mülltüte mitzunehmen. Wir werden ja einmal in die Kühlbox, die am Auto angeschlossen ist, werde ich die Sachen reintun. Und in die andere Kühlbox tue ich dann die Sachen, die wir dann auch ja, heute sozusagen auf der Fahrt verzehren. Da auch ein Tipp, den ich von vielen bekommen habe, den finde ich richtig super, deswegen will ich mit denen euch teilen. In die Kühlbox, statt diese, kennt ihr diese klobigen Akkus, ne? Oder Akkus, wie die sich nennen, diese blauen mit Wasser gefüllten Behälter, die man dann einfriert, damit die Kühlbox kühl hält. Statt sich das zu sparen, weil das ja Platz wegnimmt, am besten kleine Wasserflaschen gefrieren im Gefrierfach und die dann reintun als sozusagen Kühlmittel. Und dann, wenn halt das Wasser aufgetaut ist, nein, dann hat man immer noch kühles Wasser zum Trinken. Daher finde ich das auch sehr, sehr praktisch und das werden wir jetzt auch noch machen. Die Stimmung sieht anders aus. Wir sind so krass gestresst. Wir sind so gestresst, ich kann nicht mehr. Wir haben kaum geschlafen. Ich weiß nicht, ob das alles passt. Es ist sehr knapp, ey. Ich hätte nicht gedacht. Ne? Wir haben zwar dieses Teil, aber es ist trotzdem sehr knapp. Ja. Ahmed! Ahmed! So, ihr habt eure Latschen. Hier ist deine Latschen. Ihr habt eure Nackendinger. Wo ist deine Brille? Wo ist deine Brille? Ich habe meine Liste, bin ich abgegangen. Wo ist deine Bauchtasche? Warum ist die da drin? Die brauchst du doch jetzt nicht anziehen. Du brauchst sie morgen. Ja, stell doch die Tasche ab. Morgen. So, wir müssen jetzt noch die Sächer abgeben. Und dann geht's los, inshallah. Auto ist. Auto, Auto ist anscheinend okay. Wir werden sehen. Der hat es nochmal überprüfen lassen. Sieht ganz gut aus. Aufgeregt? Ja. Ja. Warum hast du jetzt dein Käppi an, sag mal? Brauchst du das im Auto? Ja, da scheint die Sonne. Mhm. Hier geht ganz hell da. Ganz böse Aua machen kann. Geht's los? Ja? Nö. Let's go! Ich komm. Du gehst mit dem Flugzeug. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Du darfst nichts mitnehmen. Tralala. Sag doch, ihr müsst ganze Zeit sitzen. Kleines Update, ganz verschlafen. Also, wir hatten ja gehofft, wir kommen so gegen Mitternacht im Hotel an in Ungarn. Wir haben es jetzt 20 vor 12 und es warten noch 250 Kilometer vor uns. Die Männer sind K.O. Die Männer vertrauen uns Frauen nicht. Sie lassen uns nicht ans Steuer. Wir haben gesagt, wir fahren, ihr könnt ein bisschen schlafen. Nein. Sie wollen uns nicht das Auto abgeben.
Jetzt müssen wir hier kurz ein bisschen Rast machen, dass die Männer ein kleines Powernapping machen und dass wir dann die restlichen 250 Kilometer bis ins Hotel schaffen, um da dann nochmal vernünftig auszuschlafen. An sich bis jetzt fand ich die Fahrt super. Also es hat Spaß gemacht, ne? Schön gegessen, immer wieder Film geguckt und so. Die hinterste Reihe hat am meisten geschnarcht. Ja, die Laune ist nicht mehr die beste. Die hinterste Reihe hat am besten geschlafen. Wir haben immer wieder, nachdem wir Pause gemacht haben, immer wieder die Plätze gewechselt. Aber ja, naja, mal gucken, wann wir da ankommen. Allah, Allah, ja. Was hast du gerade gesagt, Miriam? Stirn wird immer größer von Aufnahme zu Aufnahme. Ja, das rutscht natürlich alles. Wir sind endlich angekommen im Hotel. Es ist jetzt... Ja. Es ist jetzt 3:15. Es hat sich doch ganz schön lange hingezogen. Es waren jetzt... Also ganze 13 Stunden Fahrt, die wir jetzt hinter uns haben. Und ja, jetzt versuchen wir auf jeden Fall eine Runde zu schlafen und morgen geht es dann weiter. Ich zeige euch noch, wir haben 2 Zimmer für jeweils 5 Personen. Ich zeige euch noch schnell, wie es aussieht und dann müssen wir auf jeden Fall schlafen. Dann geht es morgen weiter. So, ich zeige euch ganz schnell das Zimmer, wo wir jetzt schlafen, bevor wir in die Federn gehen. Hier sind wir mit den Jungs und die Mädchen sind nebenan im Zimmer. Wir haben hier einfach nur Betten. Das ist auch ein kleiner Tisch, mehr nicht, aber es ist sehr schön und sauber. Mehr brauchen wir nicht. Hier Bett, Bett, Bett. Wir wollen ja nur Bett. Mehr brauchen wir nicht. Und ein schönes Bad. Wer ist da drinnen? Da ist besetzt. Reicht. Zweiter Tag. Guten Morgen. Wir haben alle schön geschlafen. Nicht lange, aber zumindest habe ich gut geschlafen. Habt ihr gut geschlafen, Mädels? Ja. Ich habe euch ja gestern gar nicht mehr erzählt, weil ich so K.O. war, ne? Aber ich hatte euch, glaube ich, davor, hatte ich das auch erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr, was ich erzählt habe, was nicht. Auf jeden Fall hatte mein Mann ja die Woche vorher die ganze Zeit so ein Struggle mit dem Auto, weil der ist ja nochmal durch den TÜV gegangen, hat natürlich, bevor wir losgefahren sind, wollte er das ganze Auto komplett kontrollieren, war auch alles in Ordnung und hat sich gedacht, gut, am besten nochmal einen Ölwechsel machen und so weiter. Und dann wurde der Ölwechsel gemacht und seitdem hat andauernd Öl vom Auto getropft. Dann wirklich eine Woche lang von einer Werkstatt zur anderen bis zum letzten Tag, weil auch nochmal am Reise, Abflugtag wollte ich sagen, Abfahrttag, ist er nochmal früh zur Werkstatt. Da hat er nochmal da geguckt, nochmal irgendwelche Schrauben angezogen, ist alles okay. Und trotzdem ist während der Fahrt immer noch das Öl ausgelaufen. Haben wir jetzt den ADAC gerufen, die sind jetzt zusammen in der Werkstatt. Also mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich bin hoffe die ganze Zeit, dass das jetzt nichts Schlimmes ist und wir ja ganz normal weiterfahren können nach Plan. Jetzt gehen wir aber erstmal frühstücken und dann, wie gesagt, hoffentlich kommt er mit guten Nachrichten aus der Werkstatt und wir können ganz normal weiterfahren. So, wir sind jetzt beim Flughafen. Es geht weiter, inshallah. Das Auto war jetzt in der Werkstatt. Es sieht jetzt soweit alles gut aus. Ich weiß jetzt nicht genau, was die gemacht haben, aber wir können jetzt auf jeden Fall weiterfahren. Es geht jetzt los. Wir hoffen, wir kommen jetzt gut durch und bleiben jetzt an der Grenze nicht zu lange stehen, weil das ist jetzt die Stelle, wo man eventuell sehr lange warten muss und das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und hier ist gerade, wir sind von Deutschland gekommen, wir hatten 22 Grad und hier ist gerade Hitzewarnung mit 38 Grad und ich so einen Pulli und so mitgenommen, ey, super, ne? Ich muss dann später auch, wenn wir Pause machen, nochmal in meinen Koffer rangehen. So, aber jetzt geht erstmal weiter. Wir werden, wenn wir durch sind, auf euch warten rechts. Wir können jetzt fahren. Wir sind in Berlin gestartet, sind durch Tschechien, durch Slowakei, in Ungarn. Und in Ungarn haben wir eine Nacht geschlafen. Und jetzt sind wir gerade in Serbien. Und danach fahren wir nach Bulgarien, durch Bulgarien, in die Türkei. Und da bleiben wir in Edirne noch ein Jahr. Und da bleiben wir in Edirne noch eine Nacht. Und danach fahren wir nach Istanbul. Und da ist dann unser Hotel in Yalova.
Ja, Lukas. Ja. Genau. Ja. Und danach, 5 Tage später geht's nach Samsung. Und 5 Tage später an der Küste entlang am Schwarzmeer nach Samsung. So, meine Lieben, ein kleines Update. Wir sind durch Serbien gefahren. Dort hatten wir ein kleines Problem. haben wir gelöst. Wir wurden einmal von der Polizei angehalten. Mussten ein bisschen Schmiergeld bezahlen. und sind jetzt soeben durch die bulgarische Grenze gekommen. Ohne Probleme, war auch nicht lange warten. Ne? Ging ganz schnell eigentlich, war okay. Und jetzt geht's weiter. Bis zur türkischen Grenze. Das heißt, wir sind heute in der Türkei und werden dann in Edirne nochmal übernachten. Und dann geht es morgen früh weiter bis nach Istanbul. Machen wir noch eine kleine Roomtour hier. Auch hier eine schlichte Unterkunft mit jeweils 2 Zimmer. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Betten und ein Doppelbett. Mein Busser will nicht aufstehen. Ihr würdet nicht schlafen. Genau, also schön viel Platz. Badezimmer hier. Hier jeweils eine kleine Küche. Hier ein bisschen was zu trinken. Obst, Kaffee konnte ich trinken, was super war. Und hier. Und ja, wir haben ja nur geschlafen. Und jetzt geht's weiter. Zu ihrer Rechten sehen wir das Marmara-Meer. Es ist kurz etwas regnerisch, aber das Wetter wird sich noch bessern. Wir sind jetzt in Istanbul und fahren gleich mit einem Schiff nach Yalova in unser Hotel. Wie geht's euch da hinten? Super, Juti. Adem interessiert nicht, er ist vertieft in sein Harry Potter Buch. Experience. Esma? Ich bin mit den ganzen. Was seid ihr? Rana, Zeynep, Ahmed, wo seid ihr? Hier. Wie geht's euch? Super. Wie findet ihr die ersten Eindrücke? Super.
Ach so, ja, ich hatte gar nicht gezeigt, ne? Weil wir fahren nochmal ja. Nochmal sagen, das, was du vorher gesagt hast, ne? Was? Über Funk, was er vorher gesagt hat. Was hat er denn vorher gesagt? Sag ihm, dass er soll das sagen. Wir haben Richtung Aksaray, Dönges. Okay, danke für die Info vom Funk. Danke für die Info. Also, Mayday, Mayday. Also die Walkie-Talkies, die sind auf jeden Fall super, super praktisch, weil wir immer mit unseren Bekannten dann so kommunizieren den ganzen Weg hier über. Muss man nicht immer telefonieren. Ja. Und, ach so, warte mal. Abdul Wasi, was war nochmal mit dem Mall? Erzähl mal. Hände? Mit dem Mall hast du irgendwas erzählt. Erzähl mal nochmal. Ich hab gesagt, links neben uns sehen Sie Wall of Istanbul. Yeah. Ach so, und was ich noch sagen wollte, der Tipp. Dein Spruch kommt jetzt aufs Video. Der Tipp, den ich hatte, mit den eingefrorenen Wasserflaschen in die, wie heißen diese Tüten? Die so nicht Gefriertüten, sondern diese Einkaufstüten. Naja, egal, auf jeden Fall. Also essenstechnisch hat sehr gut gereicht. Genau, weil wir haben die ganze Zeit im Auto gegessen. Also wir haben nicht wirklich, dass wir jetzt gestoppt haben und draußen gesessen haben. Von daher haben wir nicht wirklich so die Oliven gegessen und so das ganze geschnippelte. Doch Paprika haben wir ein bisschen so gegessen, aber ja. Die Porcha und Pizza waren am besten und das eben mit den gefrorenen Wasserflaschen. In die Kühlboxen habe ich das getan. Wir hatten wirklich zwei Tage lang einfach gekühlte Lebensmittel. Das war so ein super Tipp. Und danach nimmt halt nicht diese Akkus, ne, diese Kühlakkus, nehmen ja sonst den ganzen Platz weg. Und so ist das dann das aufgetaute dann Wasser in den Flaschen. Konntest du dann ganz normal austrinken. Und dann das kaltes Wasser, oh mein Gott. Und das ist dieser türkische Verkehr, von dem jeder spricht. Die kommen einfach vor, egal, Blinker gibt es hier nicht, die fahren dir einfach vor die Nase. Ui, ich kann versuchen, nicht auf die letzte Sekunde Dings. Nee, du musst geben. Du musst, das so fährt man hier. Du musst geben, wenn du siehst, der kommt, du musst ihm den Platz geben. Nein, die Kabine. Bei so fahren die. Naja, gut. Baba ist jetzt Geld wechseln gegangen und danach gehen wir Zehra abholen und dann mit dem Boot, mit dem Schiff fahren wir nach Yalova zum Hotel. Also wir überqueren jetzt die Seite, weil das geht dann schneller als bei dem Verkehr hier, ne? Ja. Und wieso? Wie ist denn der Verkehr so? Die laufen über die Straße, der andere kommt von der Ecke, der andere redet mit ihnen auf der Straße, der andere auf der Autobahn steigt in den Bus ein. Çok karman karışık. Ja. Alles durcheinander. Çabuk. Sen hazır mı para? Tamam.
ediyor. Al 5 daha ver bana. 10 abla. Tamam hadi eyvallah hadi. We are lost in Istanbul. Wir kommen nicht weiter und finden unsere Unterkunft nicht. Das Internet spinnt, das Navigation spinnt. Wir fahren die ganze Zeit falsch. Keine Ahnung. Schaut euch diesen Verkehr. Seit wie vielen Stunden sind wir? Seit vier? Seit vier Stunden sind wir ungefähr. Nee, seit sind wir schon? Ja. Seit vier Stunden in Istanbul? Ja, vier. Ja, sogar ein bisschen länger. Schaut euch diesen Verkehr an. Katastrophenverkehr. Schneckentempo. Belly. Full. Eine Minute. Wir fahren wie die Irren. Schon 50 Mal fast unfall. Hallo meine Lieben. Hier sind wir. Ja, wo soll ich anfangen? Das letzte, was ihr von uns gesehen habt, war, dass wir uns, ja, dass uns Istanbul verschlungen hat, ja, regelrecht. Und das war am Freitag. Heute haben wir es Montag. Der Freitag war Katastrophe. Samstag war ich nur am Heulen. Gestern war Sonntag, musste ich entspannen. Und heute kann ich euch erzählen, was los war und was passiert ist. Ach Mensch, wie gesagt, ihr hattet mitbekommen, wir haben uns total in Istanbul verfahren. Der Verkehr war die reinste Katastrophe. Wir waren, glaube ich, 5 oder 6 Stunden dort und haben den Weg nicht gefunden. Beziehungsweise der Navi hat gespinnt und wir sind immer wieder irgendwie falsch gefahren. Es waren sehr viele Baustellen auch dort. Und der Verkehr an sich einfach extrem krasser Stau. Was witzig war, man verhungert dort nicht. Ja. Es ist so witzig, mitten auf der Straße wird Wasser verkauft, wird Sesamringe verkauft, werden Blumen verkauft. Ja, da mussten wir echt lachen. Aber ja, was dann passiert ist, haben wir echt nicht erwartet. Ich sag mal so, ich habe halt, ich weiß manchmal auch gar nicht mehr, was habe ich euch erzählt, was nicht. Ich war halt immer so die ganze Zeit so positiv. Es sind viele kleine Dinge passiert, die eigentlich negativ waren, aber ich wollte halt nicht, ich wollte die halt nicht so jetzt so ernst nehmen und dadurch halt die Urlaubsstimmung verderben. Aber das zusammengenommen mit das, was am Freitag passiert ist, war halt so, hat mich einfach so fertig gemacht, wo ich einfach nur noch geweint habe und gedacht habe, so, nee, wir sollen einfach keinen Urlaub haben, weil das kann einfach nicht wahr sein, ja. Es war einfach nur so, es war schon so, dieses Rausgehen war so, so super stressig, weil es alles so viel Zeit in Anspruch genommen hatte. Ich habe einfach die ganze Nacht durchgemacht. Es war halt einfach zu spontan alles, alles so spontan geplant. Und dann hatten wir sogar dem Nachbarn den falschen Schlüssel gegeben, dass er nicht zu den Katzen gehen konnte. Der ist dann bei uns eingebrochen, mit unserer Erlaubnis natürlich, und hat sich den richtigen Schlüssel geholt. Und ich hoffe, da ist jetzt auch alles in Ordnung. Aber es waren so immer dieses Hin und Her. Eigentlich, wir hatten unser Auto, hat einen neuen TÜV bekommen, es wurde kontrolliert, es war alles in Ordnung mit dem Wagen. Mein Mann hat sich noch gedacht, ach komm, dann machen wir jetzt nochmal einen Ölwechsel und so, und seit da fing es halt einfach schon los mit dem Problem. Und dann hattet ihr mitbekommen, ne, in Ungarn haben wir übernachtet, haben wir den ADAC gerufen, der hat dann auch nochmal das Auto geguckt, und es war dann so, wie auch vermutet, dass wahrscheinlich einfach zu viel Öl drin war und der Überschuss war das, was ausgelaufen ist. Dementsprechend dachten wir, okay, gut, jetzt ist alles gut, danach ist auch kein Öl mehr ausgelaufen, und wir sind weitergefahren, wir sind gut über die Grenzen gekommen, mussten nicht lange warten, sind dann auch Gott sei Dank in die Türkei reingekommen, dann direkt in Edirne, dort haben wir ja auch nochmal übernachtet und sind dann von da los nach Istanbul. Es waren ca. 200 Kilometer, haben die Sehre abgeholt und dann wollten wir einfach direkt nach Yalova, hier zu unserer Unterkunft. Hier sind wir auch übrigens, Gott sei Dank, Alhamdulillah, wir sind hier angekommen, aber frag mich mal, wie?
Wir waren dann eben unterwegs und ja, plötzlich auf der Fahrt, wie gesagt, wir haben erstmal den Weg nicht gefunden, haben dann am Ende nette Polizisten gefragt, die haben uns auch den Weg erklärt und wir waren dann auf dem richtigen Weg und plötzlich fängt das Auto an zu rütteln und hat komische Geräusche gemacht. Also sobald man irgendwie auf Gaspedal gedrückt hat, hat es einfach so geknackt und gerattert, so solche Geräusche, wo er hat sofort gemerkt, nee, also da ist irgendwas Ernstes, das ist nicht normal. Er ist dann ganz, ganz vorsichtig zur Seite gefahren und man hat halt, das ganze Auto hat halt vibriert. Und da war auch zufälligerweise auch in dem Moment so ein Reifenwechseldienst, also wie so eine Art Werkstatt. Und ja, in der Türkei ist ja jeder auch schön hilfsbereit, kam auch gleich und hat geholfen, hat auch geschaut und meinte, oh, das sieht nicht gut aus, ich würde da so jetzt nicht weiterfahren. Und dann standen wir halt da und das stundenlang mit Telefonieren und hin und her und ADAC und was machen wir jetzt. Und ja, es war irgendwie so ein Hin und Her, das Ganze, dass wir halt nicht wussten, was wir machen sollen. Und ja, letztendlich, wir standen da halt stundenlang, bis wir dann einfach ja zwei Taxis gerufen haben. Und ich und die Kinder ja, haben einfach nur ein paar Taschen genommen. Die Hälfte ist im Auto geblieben und sind in ein Taxi. Heulend, alle Kinder waren am Heulen, haben Baba da gelassen, weil er dann auf dem Abschleppwagen dann noch gewartet hat. Und dann sind wir in unserer Unterkunft nachts um Mitternacht angekommen. Eigentlich war ja der Tag, der Freitag, ja auch schon sozusagen bezahlt. Ne? Check-in war ab 14 Uhr. Wir dachten so, ja, wir kommen so gegen 16 Uhr an, können dann in Ruhe hier alles noch erkunden, sodass wir dann am nächsten Tag so super alles genießen können. Wir kamen dann Mitternacht an, erschöpft, hungrig. Und ja, sind eigentlich dann direkt ins Bett gefallen. Wenn man ist dann halt auch nochmal nachts gegen 3 auch mit dem Taxi gekommen. Also wir haben auch allein für die Taxis irgendwie 150 Euro umgerechnet bezahlt. Und ja, das Auto ist in Istanbul geblieben. Es wurde abgeschleppt, dann direkt zu Mercedes, weil die haben auch gesagt, also die können nicht gucken, es muss halt zu Mercedes. Und ja, ist jetzt da. Und das Doofe ist einfach, am Wochenende kann halt keiner gucken, am Wochenende konnte halt einfach keiner gucken, die haben dann gesagt, ja, Dienstag und so, und wir haben halt Druck gemacht, heute ist ja Montag, die sind gerade dabei, das Auto durchzugucken, zu schauen, was jetzt das Problem ist, und wir wissen halt einfach nicht, deswegen war auch meine Laune, dementsprechend unsere Laune einfach so hinüber, als wir dann hier waren, also Samstag konnten wir halt gar nicht wirklich genießen, weil einfach es ja einfach so aussieht, als wenn wir jetzt einfach nach Hause fahren, ne? Nachdem hier unsere Zeit vorbei ist. Morgen ist eigentlich schon unser letzter Tag hier. Ne? Also 5 Tage gehen schnell vorbei. Wie gesagt, der eine Tag war ja verloren gegangen, weil wir so spät gekommen sind. Und ja, dem Samstag, wie gesagt, habe ich ein bisschen heulend verbracht. Habe trotzdem versucht, immer positiv zu denken. Ja, ich habe immer wieder gesagt, ja, wir sind wenigstens hier angekommen. Ne, wir sind nicht irgendwie in einem anderen Land stecken geblieben, sondern wir sind ja wenigstens hier angekommen. Ich war halt so sauer. So, ihr wisst, ne, wenn ihr den Vorbereitungsvlog und so geguckt habt, ich war so vorbereitet, ganz wichtig, dass die Kinder genug Sonnencreme dabei haben, dass ich alles dabei habe. Und letztendlich saß ich hier und hatte nichts dabei. Ich habe die ganzen aufblasbaren Schwimmsachen nicht gehabt. Ich habe ja nicht alle Sonnencremes, ich hab zum Glück in meiner Tasche noch ein paar Sonnencremes gehabt. Die Schuhe nicht, also die haben nur ihre Badelatschen, die haben ihre Schuhe sind im Auto. Ja, die Taschen meines Mannes sind im Auto. Also es, wie gesagt, es war echt doof. Ja, zum Glück gibt es hier alles, also Handtücher und so weiter, und die Kinder haben ihre Klamotten, ihre Badehosen. Ich habe dann am Samstag bin ich halt nochmal schnell hier um die Ecke in die Stadt gefahren und habe ja Zahnbürsten noch schnell besorgt, weil die sind halt auch im Auto geblieben, in deren Rucksäcke, die haben wir auch nicht mitgenommen. Also wie gesagt, es war so einfach so stressig, dass wir gesagt haben, wir können jetzt nicht alles ins Taxi nehmen und einfach hier und da ein paar Sachen einfach mitgenommen und die Hälfte auch da gelassen. Ja, deswegen, das ist der aktuelle Stand. Ja, wir versuchen das Ganze jetzt hier noch zu genießen, solange es geht. Wie gesagt, morgen ist ja eigentlich schon der letzte Tag. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Mittwoch ist Checkout. Ich muss noch mal fragen, ich bin mir nicht sicher, ob halt der Mittwoch, der 30. jetzt auch noch als kompletter Tag zählt oder ob es der Checkout-Tag ist. Weil wenn es so Checkout ist, dann müssen wir halt bis 12 Uhr raus sein. Und ja, je
Jetzt bin ich halt einfach gespannt, wie es weitergeht. Können wir weiterfahren oder ist der Urlaub vorbei und wir müssen nach Hause fliegen? Das weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Wie gesagt, versuchen immer positiv zu sein. Es gibt immer schlimmere Sachen. Es hätten schlimmere Dinge passieren. Man muss immer halt so denken. Auch wenn es jetzt so enttäuscht ist, dass es nicht so gelaufen ist, wie wir es geplant haben. Ja, versuchen wir jetzt dennoch das Beste draus zu machen. Ich werde euch morgen auf jeden Fall mal hier ein bisschen mitnehmen. Euch zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Unsere Unterkunft, die Häuschen und so weiter. Und kann ich mal so einen kleinen Einblick hier geben. Wie gesagt, es ist unsere erste Erfahrung mit so einem, ja, Urlaubsresort oder wie man sowas nennt. Kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich werde euch auf jeden Fall dann mal morgen alles zeigen und sagen, wie ich das Ganze hier finde und ob ich das empfehlen kann. Wir haben das hier selbst bezahlt für die 5 Tage haben wir um die 1.600 Euro bezahlt. Das ist natürlich all inclusive, also wir haben zwei Häuschen nebeneinander, also die sind zusammen, ne? So eine Doppelhaushälfte, so eine kleine, aber zeige ich euch dann morgen alles in Ruhe und wir werden sehen.